Oh, wen haben wir denn hier? König Bob Omb. Aha. Ich werde gefragt, was da fehlt. Sind wir mal? Es ist eine Marke. Wenn man immer einen Trunker nicht dunkel machen kann. Und wenn du ein wenig entarbeitest, musst du schon noch Superstar werden. Ach, was für ein weiser Rat von einer Bombe. Ja. Und damit seid gewusst, man nimmt Zwerge genommen habe und Edelum zu einem Part, zu einem Pfad, ja das auch, zu einem Part Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Der Pfad der Prüfungen. Weiter geht's, auf geht's. Möchtest du deinen Weg auf die Fahrt der Prüfung fortsetzen, Knochen? Jo. Apfelhain und Stadtpromenade haben wir geschafft mit Donkey Kong. Jetzt ist der Palmenstrand mit Knochentrocken dran. Auf geht's. So schaut's aus. Strandige, Wohlfühlabenteuer. Naja, wie sehr das zum Wohlfühlabenteuer wird, weiß ich nicht. Aber sonnig ist es auf jeden Fall. Und ein klein wenig Urlaubscharme hat es auf alle Fälle. Wie findest du den Strand, Knochentrocken? Ist er nicht wunderschön? Die Sonne scheint, Das Meer funkelt? Ein perfekter Ort für ein paar Prüfungen. Nicht. Na gut. Was haben wir denn hier als erste Prüfung? Zusammen kriegen wir das hin. Gumba und Hammerbruder und Knochentrocken, das passt ja. Nur nicht herumkrebsen. Ziel, den Gegner zu besiegen. Alles klar, versuchen wir es mal. Die sehr gute Nacht ist auch. Wir müssen nicht alle. Ich habe mich so viel schon mal spoilern lassen. Wir müssen nicht alle. Achso, wir müssen Mario besiegen. Wir müssen nicht alle Prüfungen schaffen. Es reicht nur. Es reicht nur so halbwegs. Wir müssen es auch echt gar nicht abschließen. Es reicht nur uns Mühe geben. Ist nicht erforderlich, um das Juwel zu bekommen, dass man alle Prüfungen abschließt. Diese Prüfung haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr gut. Da kann es mal weitergehen. Vibrationswahl. Okay, das kommt mir bekannt vor. Spielen wir es. Vibrationsshow. Ziel mindestens 10 Punkte erreichen. Okay. Okay. Der macht so. Der so. Mhm. Und der. Alles klar. Jetzt einmal fühlen, wer es war. Der war es. Da bin ich mir sehr sicher. Jo, der war es. Das gibt schon 5 Punkte. Naja, das ist doch todsicher. Nicht schwer zu machen. Okay, der macht so. Der fühlt sich so an. Der wird ein bisschen schwächer und ein bisschen schneller. Und der taucht ein. Alles klar. Okay, das ist der Fette. Da sind sie sich nicht mehr alle eindeutig klar. Ah, ja. Aber ich hatte recht. Sind sie nicht alle sich einig. Da habe ich schon gewonnen. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Der Chi-Chi schwimmt so. Oh. Ja. Eine letzte. Kugel will die unter Wasser. Ja, das ist schon ein bisschen unterschiedlicher. Ein bisschen weniger unterschiedlich. Ich würde aber sagen, das hier. D.
da. Im dritten Zug ist es nicht mehr ganz so eindeutig. 15 von 10 erreichbaren Punkten. Ja, von 10 Punkten, die ich hätte erreichen müssen. Ja, hervorragend. Zweite Prüfung auch geschafft. Weiter geht's. Palmenstrandprüfung 3. Ach so, uha. Das war ja das, was ich mal zeitweilig nicht hinbekommen habe. Ein bisschen Kontenance, dann kriegen wir das auch hin. Start. Ja, komm. Das geht besser. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch. Gar nicht gut. Es geht besser, viel besser. 34 von 35, verdammt. Ein Punkt noch, ein einziger Punkt, ich hätte es geschafft. Ja, da müssen wir uns wohl weiterhelfen lassen. Von dem Kollegen, von dem Maggie Cooper. Ja, ihr habt es gesehen, so dicht. 34 von 1 Punkt, 34 von 35. Da, das ist ärgerlich. Perfekte Paddelschläge. Ach, paddeln schon wieder. Ich dachte, damit wären wir fertig. Das müssten wir nicht nochmal machen. Na gut, mit Waluigi mal ein bisschen paddeln. So. 3, 2, 1, los! Na kommt, Leute, kommt, Leute. Paddeln war noch nie meine Stärke. Wir müssen irgendwie das gegnerische Team besiegen. Das sieht gerade nicht so gut aus. Sieht sehr weit vorne, das gegnerische Team. Ja gut. 3 Versuche haben wir es. Haben wir ja. Wir müssen es nicht mal schaffen. Ja, 3, Motivation. 2, 1, los! Los, paddelt, Leute, paddelt! Was macht ihr denn? Paddelt! Leute, nach rechts, nach links. Paddelt! Leute. Phew. Das war knapp. Geschafft. Geht ja heiß hier bei der Partnerparty, bei der Mario Party am Strand. Nein, keine Pause, wir spielen weiter. Du hast echt viel Energie. Das liegt bestimmt an der Sonne. Ja, bestimmt. Ich ahne schon, welches Spiel da gleich kommt. Also nicht dieses, sondern das nächste. Das wird da ja schon präsentiert. Munitionsmatte. Gegnerische Burg innerhalb von 3 Runden zerstören. 3 Stunden, das wäre ein bisschen viel. 3 Runden. Ziehen gegnerische Burg innerhalb von 3 Runden zerstören, das kriegen wir hin. So, ein bisschen Zahlen mixen. 4, 5. 4, 3. Meint es mehr. Das ist ja mehr ein Glücksspiel als gelingen. Was man halt besser würfelt. 6-6, das ist halt hier eindeutig die bessere. Wie weit die meisten, wer halt besser würfelt, der kriegt das am schnellsten weg. Ja, da seht ihr es. Das gegnerische Team ist schon besiegt. Die Burg ist schon abgebaut. Alles gleich ein Wunderbärchen. Haben wir's. Okay, im Team, die nächste Aufgabe. Wir Seitenwind. Mindestens 140 Punkte müssen wir erreichen. Ach, okay, das Spiel ist mir bekannt. Das kriegen wir hin. Das wird wohl machbar sein. 140 Punkte. Na, ja, ich glaube 210 war der Rekord. Wir drehen müssen wir hier. Und ich bin wer nochmal? Der Schalke bin ich nicht. Ach, Knochentrocken bin ich.
Ja, da bist du direkt daneben gesteuert. So kann es ja nichts werden mit dem 140. Trägt in die Stelle, wo nichts drin war. Ich hoffe, dass die Kumpels besser arbeiten. Und wir sind erst bei 51. 140 wird knapp. Ja, schaffen wir vielleicht eine Rückenrunde noch. Wird knapp, aber vielleicht schaffen wir es. Naja, könnte machbar sein. Ja, haben wir doch gleich. Dann ist 140 uns Ziel erreicht. Alles klar. Brauchen wir keine Sorge zu haben. Ist nicht super gut, aber ja, geht besser. Aber es wird ja nicht das Perfekte von uns erwartet. So, sehr gut. Geschafft. Frust 2. Jetzt wirklich Frust 2. Diesmal mit I. So. Klangvolle Choreo. Wer hätte es gedacht? Mindestens 20 Punkte erzielen. Das ist. Naja, das ist machbar. Ach, verdammt. Verpasst. Was verpennt. Und jetzt. Wow. Prima. Na, das kriegen wir doch hin. Na. Na komm, die 20 voll. Ach, verdammt. So knapp. Let's do again. Man muss ziemlich viel perfekt machen, um es zu gewinnen. Wie soll man das denn schaffen? Ja, nicht mal ansatzweise. Ja, komm. Magic Cooper. Du kommst wohl gerade nicht richtig weiter. Möchtest du die Prüfung überspringen? Ja, mach ich. Weiter geht's. Halten wir uns nicht ewig dran auf. Soll dir auch noch ein bisschen Spaß machen. Weitermachen in der Pause. Es geht weiter. Munter weiter. Im Spiel. Gute Arbeit. Noch mal ein paar Fotos, vielleicht kann man eins davon für Thumbnail verwenden. Versuch's mal ein bisschen. Hopsala, Ziel gegnerisches Team besiegen. Heißt das Ziel, ja, das Spiel heißt wirklich Hopsala. Okay, das kommt mir noch relativ unbekannt vor, aber machen wir's. Ziel gegnerisches Team besiegen, okay. Ach, einfach mal ein bisschen hüpfen. Aha, okay. Und ich bin wo? Ja, ich bin oben. Ah, alles klar, verstanden. Oh, ah, da bin ich nicht rechtzeitig gesprungen. Halte durch, mein Team. Ah, das wird wohl nichts. Donkey Kong. Ach, verdammt. Es ist Nacht. Meine Nachbarn werden es mir, glaube ich, danken, wenn ich ein bisschen... Nicht mehr so laut, sondern leiser. Los, spring. Schrei jetzt leiser. Ich hab's nicht hingekriegt. Verdammt. So, Dreck. Oh, mein Team hat's geschafft. Glaube ich ja gar nicht. Ist aber so. Haben sie es ohne mich hingekriegt.
So, totaler Durchblick. Ah, okay, das kenne ich. 13 Punkte müssen wir sammeln. 13. Ziel, mindestens 13 Punkte erreichen. Den Tod mal scharf stellen. Start! Ja, so, wie ging das nochmal? Ach so, ging das. Ja, die 13 Punkte kriegen wir doch wohl hin. Na komm. So kriegen wir das bestimmt nicht hin. Den Kollegen mal scharf stellen. Ja, 5. Na komm, jetzt müssen wir aber top sein. Letzte Runde. Zehn. Okay, 10 Punkte reichen nicht. 10 sind keine 13. Na komm, noch einmal. Here we go again. Versuchen wir es nochmal. So, scharf gestellt. Na komm, das geht doch, das kriegen wir doch hin. 5. Ach so, wenn man letzter ist, dann kriegt man, wenn man vorletzter ist, kriegt man noch ein paar Punkte. Es kommt auf den Rang an. Wer es als erster schafft, geht 5, der als nächste 3 und dann, puh, müssen wir uns ein bisschen anstrengen. 13, geschafft, aber sehr knapp. Gerade so noch. Dürfen wir nicht dritter oder letzter werden. Müssen wir uns ein bisschen mehr bemühen. So. Tackling-Trauma, Platz 1 erreichen ist das Ziel. Jo, Tackling-Trauma, so heißt es. Und wir haben schon große Teile geschafft, dieses Weges. Machen wir das nächste Minispiel und kommen wir voran. Ziel, Platz 1 erreichen. Ach, okay, das kenne ich. Das dürfte machbar sein. Ich will nicht leicht sagen, weil dann verliere ich wieder und dann sieht es so aus, als hätte ich es wieder wahnsinnig untertrieben. Huha! Ah, das war knapp, das war sehr eng. Den Fußballspielern ausweichen. Ja, das wird voll hier. Ah, verdammt. Zweiter Platz. Zweiter ist halt nicht erster. Ja, komm. Dann halt nochmal. Next 3. Platz 1 erreichen. Ich freue mich schon auf die Abschlussprüfung dieses Pfades. Es wird doch immer kniffliger. So, ausweichen, ausweichen! Oha, ausweichen sieht anders aus. Ausweichen! Ich darf nicht so schreien. Wird schwer. Bei dem Chaos hier. Ah, Angst! Au! Nein, nicht noch ein Treffer kassieren. Wieder Zweiter, verdammt! Na komm! Los, Knochen trocken! Du schaffst das. Start! Auf ihn! Und los geht's. Da komm! Ah, schon Treffer kassiert. So früh schon Treffer kassieren. Ah, das ist kacke. Zweiter Treffer. Verdammt, darf nicht Zweiter werden. Muss Erster sein. Und schon wieder Zweiter. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch zum Schreien. Magic Cooper muss mir wieder weiterhelfen. Magic Cooper. Überspringen. Weiter geht's. Im Strand hier. Ja, so ein Urlaubsfeeling ist das dann doch nicht. Ist nicht bei dir, wie weit du kommst. Möchtest du weiter oder pausieren? Ich bin natürlich weiter. Wir geben noch nicht auf. So, voran geht's. Mit den drei Kollegen hier. Mario, Rosalina und Bowser. Und natürlich Knochtrocken. Gut vernetzt. Naja, werden wir mal sehen, wie gut wir vernetzt sind. Mindestens 80 Punkte müssen wir erreichen. Schauen wir mal.
Na komm, das kriegen wir doch hin. Das wäre doch gelacht. Start! Na komm. So, die Goldenen müssen unbedingt reinkriegen und noch ein bisschen mehr. Merci, Goldenen. Eigentlich dürfen wir keinen Golden verfehlen. Und rein da. Super, wir haben es geschafft. 86 von 80. Nice. Beim zweiten Versuch. Und meine Kamera meldet, dass sie alle gehen will. Dass der Akku alles kaputt nicht. Was mich sehr wundert, weil vor der Aufnahme noch da stand, 45 Minuten hält es noch aus. Das wird doch jetzt keine 45 Minuten Aufnahme sein bis jetzt, oder? Naja, nächstes Minispiel. Machen wir das nächste Minispiel erstmal. Innerhalb von 5 Sekunden einen Drachenaal angeln. 5 Sekunden. Dann ist das Spiel ja sehr schnell vorbei. Okay, da wäre ich ja richtig gewesen. Wenn die Kamera gleich ausgeht, das heißt dann schon, das muss ja dann zwangsläufig irgendwie heißen, dass wir schon 45 Minuten beisammen haben. Na holla. Also ich meine, ich schneide das nachher noch zusammen. Also ihr werdet auf keinen Fall einen 45 Minuten Part haben, aber... Nee, wirkt schon 45 Minuten lang auf. Das war wohl nix. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich kapiere dieses Minispiel einfach nicht. Naja gut, versuchen wir es noch ein drittes Mal. Na gut, Dinge sind drei. Da ist die Kamera einfach rausgegangen. Das glaube ich dir aber nicht, Kamera. Auf die Uhr. Nee. Es ist 23.58 Uhr. Ich habe doch erst 23.30 Uhr so im Dreh angefangen aufzunehmen. Das sind noch keine 45 Minuten. So, nächste Prüfung. Wir überspringen das hier. Und weiter geht's. Das ist... Oh, Endgegner. Wir sind doch gut. Ja, wir sind jetzt bei einer halben Stunde gleich. Eine Rohdatei. Ich werde es zusammenschneiden, sodass ihr eine halbe Stunde Part habt. Ja. Alles noch in Ordnung. Bowser Jr. ist jetzt dran. Du bist echt weit gekommen. Glaub aber nicht, dass ich mich einfach schlagen gehen werde. Brunnenbalgerei gegen Bowser Jr. Den Gegner besiegen müssen wir. Alles klar. Kriegen wir hin. Und wenn nicht beim ersten Versuch, dann beim... Ja, siebten. Na, dich kriege ich. Dich werfe ich runter. Weg da, weg. Verdünnisier dich. Ich habe wieder ein bisschen Wasser. Und nicht genug. Ach, da hat er mich runtergehauen. Ein Wasserspritzspielchen hier. Gegner hat mich besiegt. Erneut. Versuch Nummer 2. Na komm, das kriegen wir hin. Das wird ja jetzt nicht ewige Versuche brauchen. Oh, ist mein Wasser jetzt alle oder was? Das war doch nicht. Da haut er mich aber schon mehr aus dem Rennen. Na komm. Das kriegen wir doch jetzt noch bald hin. Ich mach dich nass, Bowser Junior. Weg mit dir. Da ist er runter. Da haben wir ihn besiegt. Nass gespritzt, geschafft, den Gegner haben wir besiegt. Haben wir die nächste Route geschafft. Hervorragend. Das kann nicht sein. Du hast bestimmt geschummelt. Okay, da sind wir auf dem Treppchen und der Lied geschafft. Na wundervoll, Ski. Du hast die Hälfte des Pfads der Prüfung hinter dich gebracht. Die Hälfte. Das war erst die Hälfte.
Na dann, auf drei weitere Parts hier vom Fasterprüfung. Oh wei. Müssen wir uns in drei weiteren Parts hier mit drei weiteren Gebieten rumschlagen. Aber dann wissen wir zumindest, wo wir sind. Die Hälfte. Viel Glück bei der zweiten Hälfte. Na gut, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ich lasse das jetzt erstmal für heute. Haben wir die Hälfte geschafft, ist doch erstmal was, ist doch auch schon mal was wert. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich in der zweiten Hälfte wieder. Im nächsten Part. Haut da rein. Ciao, ciao. Weiter geht's. Immer mutig weiter voran. Bis ans Ende. Ja, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.